Hey und herzlich willkommen. Ich bin Steffi vom Hey Pretty Beauty Blog und wir haben ein weiteres Tutorial heute. Und es ist eigentlich gar kein Tutorial, sondern, wie soll man sagen, wie auf eine Art ein Backstage-Bericht. Wir haben nämlich heute zu der Mibel, das ist in Buchs im Kanton Aargau. Und wir dürfen hier schauen, wo die IM-Produkte hergestellt werden, wo sie entwickelt werden. Und wenn wir ganz, ganz nett sind, dürfen wir sogar an die Produktionslinie. Ich würde vorschlagen, wir montieren unsere coolen Häubchen und gehen mal schauen. Komm mit! Wir sind jetzt dort, wo die Magie passiert. Wir sind in der Forschung und Entwicklung bei der Mibel. Und ich habe den Mann himself, den Mann, der zuständig ist für alle neuen Produkte, Herr Doktor, Ihr Gang bei mir. Und ich wollte Sie mal fragen, wie entsteht eigentlich überhaupt so ein neues Produkt bei IM? Was ist das so für ein Prozess? Wir schauen uns um, was gibt es Neues an Trends, was ist gerade in, was gibt es neue Wirkstoffe, Rohstoffe. Und dann beraten wir zusammen mit dem Marketing, was wir an neuen Sachen machen können für unsere Kunden. Und dann geht es ins Labor, wir mischen die Stoffe zusammen, schauen, ist die Creme, taugt die was, sind die Produkte stabil. Dann wird das getestet, erst schauen wir, ob es gut wirkt und dann gehen wir mit Experten zusammen und testen, ob zum Beispiel Falten weggehen oder die Haut gestrafft wird. Also ich verstehe das richtig, Sie sind manchmal da und tun selber die Creme ausprobieren, ob es jetzt... Absolut, also ich bin unser erstes Versuchskaninchen und wenn es bei mir gut tut, dann denke ich, ist es auch bei anderen ganz gut. Es scheint zu funktionieren. Und was haben Sie jetzt so, IM macht ja wirklich sehr, sehr viele neue Produkte. Was ist so ein bisschen Ihr Favorit von der letzten Zeit? Also was mir jetzt gut gefallen hat, war unsere Q10-Creme für Männer mit Matrixyl. Das ist eine Creme, die das Altern ein bisschen verhindert, die Falten ein bisschen wegmacht. Und ich denke, die Männer müssen ja was tun für ihr Aussehen. Das kann nicht nur den Frauen überlassen sein, sondern wir müssen auch schauen, dass wir jung bleiben und attraktiv bleiben. Männer, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Der Experte findet es sogar. Okay, wir müssen weiter. Wir dürfen jetzt in die Produktion jetzt einfach endlich das zauberhafte Häubchen anlegen. Ich bin ganz aufgeregt. Kommt mit. Warum? Warum habe ich mich gefreut, die Huben anzulegen? Sieht nicht schön aus. Anyway, wir sind jetzt hier endlich in der Produktion, steht im Herzen von der Mibel. Da wird das Shampoo abgefüllt. Wir haben heute Nachmittag einen riesen Satz vom IM Moisture Shampoo verwünscht. Ich darf jetzt meine eigene Flasche in die Produktionslinie reinrühren. Jetzt gehen wir gerade mal schauen, was jetzt damit passiert. Also, ich habe mir das alles erklären lassen. Ich bin da total im Bild. Das ist die erste Station, wo das Shampoo abgefüllt wird drin. Es wird alles Milliliter genau abgerechnet. Da alles befüllt, dann dürfen sie weiter schädern. Kontrollieren noch schnell. 76%, alles gut bis jetzt. Wir schwenken nach rechts, wir schwenken nach links. Da der Aspirator, alles gut. Da kommt die Kappe drauf, das ist die nächste spannende Station. Ich erkenne da Laser. Was sie genau machen, weiss ich nicht. Aber da haben wir Shampoo drin, die Kappe ist drauf. Sie laufen weiter, unten dran kommt dann ein Strichcode drauf, damit man dann noch sieht, aus welcher Charge das stammt. Bei der Etikettiermaschine Intense Moisture Shampoo müssen wir vielleicht auch noch schnell betonen, der Saldo-Kauftipp kommt auch noch mit drauf. Da ist Shampoo bereits fertig. Es gibt noch eine letzte Kontrollstelle, ob alles richtig ist. Ich kann auch noch schnell eins schnappen. Die Etikette stimmt. Der Code ist drauf. Ich würde sagen, ich gehe jetzt die Haare waschen. Soll ich es übel mitnehmen?